Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Wenn du merkst, dass der Boden deine Schläge bremst, dass du dadurch Länge verlierst, dass du den Boden und dann den Ball triffst, dann schau bitte dieses Video, weil wir werden an Gewichtsverlagerung arbeiten. Gute Gewichtsverlagerung hat nur Vorteile. Du wirst mehr Druck auf den Ball ausüben, ohne Kraft einsetzen zu müssen. Du wirst es schaffen, den Ball und dann den Boden zu treffen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und so kannst du mit den Eisen gut klarkommen, auch mit den längeren Eisen. Ich habe heute einen einfachen Tipp für dich. Das ist eine Übung, die ich sehr oft mit meinen Schülern verwende und es hilft oft. Viele Golfer, vor allem Anfänger-Golfer, sind ja irgendwo im Treffmoment. Das Gewicht ist zu weit rechts, die Schulter ist zu weit unten. Es gibt mehrere Ursachen, aber der Boden wird oft zu früh getroffen. So, was du tun kannst, was dich zwingen wird, den Ball und dann den Boden zu treffen, ist Folgendes: Statt den Ball hinten im Stand zu spielen, das machen die meisten, bewusst oder unbewusst. Wenn der Boden zu früh getroffen wird, wird der Ball irgendwo da gespielt. Das ist nicht gut, weil ich Nummer eins hacke, wenn der Ball hinten liegt. Und Nummer zwei, ich kann einen schlechten Schwung machen und den Ball trotzdem irgendwie in die Luft bekommen, weil der Ball so steckt, so weit rechts liegt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen keine schlechten Schwünge. Wir wollen eine schön frühzeitige Verlagerung nach links. So, bitte spiel einfach den Ball viel weiter vorne im Stand. Wie weit, fragst du? Ich denke, gegenüber vom Herzen. Das langt. Und du bist jetzt gezwungen, das Gewicht auf die linke Seite zu bekommen. Glaub mir, das hilft. Du wirst sehr, sehr schnell die Bälle besser treffen. Und ich schlage vor, du spielst die nächste Zeit alle Bälle etwas vorne im Stand, bis es wirklich klappt. Natürlich musst du manchmal den Ball weit rechts spielen, im Rough oder wenn der Ball in einem Loch liegt oder sowas. Aber wenn die Lage gut ist, weit, weit vorne. Ich werde es jetzt so tun. Und wie gesagt, ich bin gezwungen, auf die linke Seite zu kommen. Und schauen wir jetzt, wie mein Kontakt sein wird. Oh, den habe ich satt getroffen. Und schauen wir, wo der Divot ist. Das ist die Mitte. Und hier habe ich ein kleines, flaches Divot. Schön links. Und der Ball ist sehr gut geflogen und weit und hoch. Okay, so einfacher Tipp. Hilft total. Viel Spaß und bitte abonniere Golf mit Freude, wenn du es noch nicht gemacht hast. Tschüss.